Der Dual Plunger SE gehört zu den letzten Waffen, die wir noch kaufen müssen. Und ja, auch dieses Set ist wieder nicht so gut. Zum Glück kann ich mit dem Plunger ganz gut umgehen. So, anlegen und dann fangen wir gleich an. Wir wollen keine Zeit verlieren. So, auf dem Blauflossendepot legen wir los. In einem Standardkampf. Revierkampf. Oh, viele unterschiedliche Waffen. Ich glaube, nur der Herr Zapper ist zweimal vertreten. Sehr schön. Da sieht man, dass jede Waffe einen Meister gefunden hat, ne? Weil so wie wir jetzt eine Partanzahl haben, wissen wir so ungefähr, wie viele Waffen es denn gibt. So, es gibt so um die 60 Waffen, ne? Man muss ja noch dazu rechnen, dass einige Parts mit einer Kommazahl bestückt sind. Und in diesen wurden ja keine Waffen getestet, sondern irgendetwas Spezielles freigeschaltet oder sonst was, ne? Trotzdem, ja, schon eine mächtige Anzahl und es ist wirklich für jeden was dabei. Es gibt zwar manche Waffen, die Sets hätten haben können, die besser sind, aber es ist okay so. Und wieso bin ich vorhin so nah rangegangen? Ich habe doch die Reichweite. Warum nutze ich sie denn nicht? Komm, baller ihn weg. Ja, okay, aber immerhin haben wir ihn vertrieben und können hier schön einfärben. Wir sind aber hinten. Das ist ein bisschen blöd. Wow, okay. Wieder so einer mit einem richtig starken Faust-Upgrade. Eieieiei. Oh ja, wir werden zurückgedrängt. Das ist nicht so cool. Es sieht heute wieder nicht so blendet aus, wie das noch die Parts vor diesem war. Weil, ja, es gab mal eine Downzeit, aber, ja, die letzten Wochen haben wir dann doch ziemlich gerockt und jetzt haben wir sogar wieder die Führung, unglaublich, ne? So, jetzt ballern wir einfach blind in die Gegend rein. Egal. So, die färben da hinten ein. Ich werde die jetzt abfangen. So, leise schwimmen. Keinen Lärm machen und auch ein bisschen stealthartig schwimmen. Und dann bekommt man da ganz gut den Gegner in Kontrolle. Ah, oh, das ist noch ein zweiter. Mist. Dem habe ich nicht gesehen. Na, egal. Ja, Leute. Wie sieht denn die Zukunft von Splatoon aus? Also, Splatoon ist mein Top-Spiel. Ich merke das sehr und ich möchte das noch sehr lange auf diesem Kanal am Leben behalten. Und es gibt noch einiges zu tun. Also es ist ja nicht, wenn wir alle Waffen durchhaben, dass das Projekt dann zu Ende ist. Es kommen ja noch sehr viele 1 gegen 1 und Teamkämpfe. Aber es gibt auch noch den Story-Modus und der wird im Anschluss starten, sobald ja, die Waffen und die letzten Parts, die ich jetzt mit euch aufnehme, draußen sind. Danach wird der Story-Modus dann starten. Und der ist auch cool. Das ist auch cool. Oh, neue Ausgabe. Okay, bis gleich. So, tut mir leid, bin kurz AFK gewesen. Meine Katze wollte etwas. Und da habe ich schon das Spiel gestartet. Das war natürlich ein bisschen blöd, ne? Aber gut, ist ja das erste Mal, dass die Katze mich im Let's Play stört. Hoffentlich kommt das nicht nochmal vor. Ja, Blauflossen Depot und was für einen Rangkampf wir bestreiten, weiß ich nicht. Vorhin war es noch die Herrschaft. Jetzt wird es wahrscheinlich Regenmacher oder Turmkommando sein. Ja, und wir spielen nochmal in der Tümmlerkuppel. Schade, weil das Mahi Mahi Resort
stand zur Auswahl. Es ist aber leider nicht geworden. So, und grün rückt uns wieder auf die Pelle. Und dann müssen wir mal wieder schauen, dass hier Kontrolle wieder herrscht. Ich weiß nicht, wo ich die Heulboje hinsetzen soll. Ich setze sie jetzt einfach mal in die Landschaft und habe auch noch einen erwischt. Sehr schön. Das ist doch super. Ja doch, Heulbojen sind mein Play-Sache. Mein Play-Sache. Wenn die anständig platzieren. Wo ist er hin? Ah, verdammt. Okay, jetzt spammt er. Dann erzähl ich mich mal und versuch von hinten anzugreifen. Ah, dann kommt er von da. Okay. Das nimmt der aber in die Hand und wenn nicht, dann ist jetzt vorbei. Jupp, scheint gestorben zu sein. Kam keine Reaktion mehr. Oh. Oh. Hä, was ist der Springer? Oder? Ja, ich glaube schon. Okay. Es sah so aus, als hätte der sich dort versteckt. Das ist hier aber der falsche Modus. Hide and Seek, ne? Ja, Hide and Seek ist auch eine Kategorie, die man in Splatoon einführen könnte. Problem ist halt nur, finde zuerst mal 5 Spieler und dann sorgt dafür, dass alle Spieler die Regeln einhalten. Und ja, deshalb werde ich das nicht anfangen. Solange mein Skype nicht mit dem Mikrofon verknüpft ist. Also wenn ich die Möglichkeit, was wahrscheinlich im Februar sein wird, weil ich da Zeit habe, um mich da mit der Technik zu beschäftigen. Wenn Skype dann endlich nachgibt und Skype-Calls ins Let's Play mit aufnehmen kann, dann ist das drin. Ansonsten würde es folgendermaßen funktionieren. Ihr müsstet euch alle ein Aufnahmeprogramm holen und eure Stimmen separat aufnehmen, während wir im Call sind. Und ja, dann alles zu mir senden. Ich werde dann alles zusammenfügen. Aber okay, das ist ja noch nicht so entschieden. Das war halt nur dieser Gedanke, weil ich schon mal gefragt wurde, ob wir mal zusammen kommentieren könnten. Und ja, das ist die Antwort darauf. Wenn die Technik es will, ist das absolut kein Problem. Bin ich dabei. So, wir sind fertig mit dem Standardkampf. Na also, Turmkommando. Und wieder dieses Dekanbahnstation. Was haben die denn mit der? Die wurde verschandet. Falsch aufgebaut. Vergiss es, Nintendo. Ich werde kein Freund mehr von der Map. Und es ist übrigens Turmkommando für die, die es nicht gelesen haben. Weil die Qualität des Videos so schlecht war. Nee, Spaß. Nee, also ich kann mir bei der Qualität sicher sein, dass ihr das so mögt. Da habe ich mit einigen von euch schon gesprochen und da kam bisher nichts wirklich Negatives. Oh, okay, wir sind in Führung, aber die haben dann eine richtig starke Wand und 87 ist jetzt auch nicht so eine Zahl, wo man sich auf die faule Schulter legen kann, ne? Ne, da muss noch gearbeitet werden, da muss noch ein bisschen angepasst werden. Wir können aus der Ferne angreifen. Ich frage mich, warum ich das nicht mache, anstelle auf den Turm zu rennen. Einziges Problem, was ich halt habe, ich habe wirklich nur diese Waffe und die Heulboje ja, in limitierter Auflage. Sprungbojen könnte ich auf dem Turm platzieren, aber ihr habt es ja letztens schon gesehen, also gestern, dass dieses Platzieren der Sprungbojen einfach nur Tinte kostet, weil spätestens, wenn die Gegner auf dem Turm sind, vernichten sie diese Sprungboje. Und dann kannst du dich nicht wehren, weil du ja schon tot bist, ne? Von daher halte ich von den Sprungbojen und den Türmen nix. Das ist eine Kombination, die geht vielleicht auf, aber es ist nicht meine Art des Spiels.
Luna Blaster sind in diesem Modus aber irgendwie auch gefragt. Gestern hatten wir so einen Angriff-Pusher, der mit seinem Luna Blaster abging. Heute 3 Luna Blaster Gegner und die machen das immerhin mit Lag, aber sie machen es gut. Meine Güte. Ich muss vielleicht etwas mehr Abstand nehmen. Ja, jetzt kommen wir weiter. Ah, er platziert die Sprungbojen. Ja, dann lass ihn. Ich mache es jedenfalls nicht mehr. Oh mein Gott, Leute. Ich hoffe, dass die letzte Waffe nochmal ein anständiges Set sein wird. Die vorerst letzte. Man weiß ja nicht, ob es noch Waffen-Support geben wird. Aber ich denke schon. Maps wären auch geil. Jedenfalls ist das eine Waffe, die man aus dem Story-Modus bekommt. Nämlich der Dynaroller Tesla. Und ja, damit gehen die Leute online ab. Ich bin nicht so gut mit dem Roller, der ist mir zu langsam. Aber wenn das Set passt, dann ist das auch in Ordnung. Also dann kann ich mich mit der Waffe halt auseinandersetzen. So, da läuft jemand und sie sind hier überall. Überall sind sie. Und ich habe den Turm nicht mal gesehen. Wie ist der denn abgebogen? Total strange. Oh, ich denke, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr, Leute. Die Partie, glaube ich, ist bald zu Ende. Wenn die eh hier campen, dann erschießen sie mich auch gleich. Okay, sind nirgends, da kommt schon wieder einer. Ah, mit einem Spam ist natürlich cool. Aber feindlicher Spam ist auch auf dem Weg. So, kriege ich den dann down. Ja, kriege ich tatsächlich. Ah, schade. Ich wollte noch eine Heulboje setzen, aber... Oh, der Gegner wollte nicht. Aber egal. So, weg mit dir. Hä? Wie kommt der so schnell nach hinten? Hä, der hat mich getötet? Okay, ich weiß nicht, was die Japaner wieder für eine Leggings haben. Eine Leggerhose. Aber sie ist effektiv. Sie ist effektiv, meine Freunde. Oh, jetzt gibt es tatsächlich nur Fälle. Okay, nee, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich glaube, ich bin jetzt auch nicht mehr A-, ne? Oder? Nee. Oh, doch. Die geben mir nochmal eine letzte Chance. Okay, dann müssen wir uns aber jetzt... ja, dran... bleiben. Wir müssen dranbleiben. Wir müssen das schaffen. Und auf dem Mahi-Mahi-Platz, okay. Wir sind die Octolinge, die Gegner, die Inklinge. Was damit auf sich hat, werden wir noch im Story-Modus sehen. So Freunde, ich rufe hier auch sofort nochmal zu etwas auf. Und zwar handelt es sich um ein 2-on-2, also 2 gegen 2. Und zwar möchte ich, also ich möchte nicht, aber ich frage mal, ob 2 von euch Lust hätten, sich als Team zusammenzusetzen. Und gegen Nikolas und mich antreten. Ist da vielleicht Interesse? Weil dann würden wir mal ein 2 und 2 machen. Zweimal Revierkampf und alle Rangkampfkategorien durcharbeiten. Am besten einen Tag wählen, an dem es für jeden passt. Und ja.
das ist auch noch so eine Frage, die im Raum stand. Ist es möglich? Und mal schauen, ob jetzt sich jemand da meldet. Wie gesagt, am besten zwei, ja, die sich auch schon geaddet auf der Wii U haben. Oder einer und ein Freund, ich weiß ja nicht, aber irgendwie so halt das zwei zusammen zu bekriegen, zwei zusammen zu kriegen. Und ja, dann würden wir mal so ein Team-Match probieren. Auch ganz interessant, weil wenn der eine wegfliegt, dann hat der andere mehr Arbeit. Und ja, wenn beide tot sind, dann bekommt man noch viel mehr Schwierigkeiten, ne? Also, ist auch wieder eine sehr interessante Konstellation. So, der Turm ist auf dem Weg zu uns. Wir sind aber immer noch vorne nicht mehr. Ach. Dieser RB regt mich auf. Der snipet so gut. Der snipet so gut. Da kommt der Turm. Da kommt der Turm. Ich habe niemanden erledigt. Hahaha. Ja, ohne Name. Auch sehr nett. Ist aber jetzt auch ein bisschen alt, ne? Inkling ohne Name. So, laufen wir mal hier vorbei. Okay. Da ist einer, da ist einer. Ach, und der kriegt mich mit einem scheiß Lack. Unglaublich. K.O. Sieg? Ja, dann sind wir den Rang los. Super. Ja. Klasse. Und wir werden nochmal kurz unterbrochen. Weil dein Rang hat sich geändert. Also verlassen wir nochmal schnell die Lobby und sind beim letzten Match wieder dabei. Bis gleich. So, nochmal Mahi Mahi Resort. Dann können wir die Niederlage ja verkraften. Und die Lobby ist voller Japaner. Das wird ein Lackfest. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und da ist jemand mit einem gelben T-Shirt. Den beobachte ich jetzt mal. Weil letztens kam es mir so vor, als hätte ich mit ein paar Freunden gegen... Das waren es drei oder vier Bots gespielt in einem Standardkampf. Die benahmen sich ganz komisch. Sind ein paar Meter gelaufen, haben eingesperrt, standen dann wieder so. Ich habe sie abgeknallt mit einem Snipergewehr und ja, es lief nichts. Ich glaube, der Max war sogar bei der Partie dabei. Es war in der Pinakothek. Und ja, es ging ab. Ab geht's auch hier, weil irgendwie... Jo, K.O.-Sieg. Das ging ja flott. Dann sind wir fertig für heute. Super. Ja, Freunde, zu den Themen des heutigen Parts. Schreibt mir Kommentare. Eure Meinung ist natürlich wie immer gefragt. Und ja, gibt es tatsächlich Bots, also Bots unter den Spielern bei Splatoon? Wenn ihr das wisst oder auch schon mal bemerkt habt, ja, dann schreibt es auch dorthin. Ich bin damit draußen. Bis dann.